Hallo und herzlich willkommen wieder zurück zu einer neuen Folge King of Retail auf meinem Kanal. Ja, wir beginnen den nächsten Tag im zweiten Laden. Und da haben wir auch schon wieder das nächste Level erreicht. Und dadurch auch einen neuen Meilenstein. Beliebter Laden, sehr schön. Wir haben schon wieder 9 Konzernpunkte im Laden. Das heißt, wir gehen hinüber und werden mal schauen, ob wir jetzt hier ein bisschen besser mit der Sortierung bzw. auch mit dem Personal zurechtkommen. Wir hängen jetzt hier nur hier auf, alles andere. Ja komm, hier machen wir noch eben. Und dann würde ich sagen, bestellen wir mal eben unsere Ware. Ich hoffe, dass wir jetzt noch genug Platz haben. Ach sicher, haben wir. Packen wir mal eben schnell hier aus. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob der Postbote trotz alledem auch dann... Oh, wir haben keinen für die Kasse. Kassieren bitte. Der Postbote konnte ablagern. Das ist natürlich jetzt sehr gut. Da kommt die Verpackung. Genau, Kasse haben wir die Paulina. Schauen wir mal, wie weit wir dann da heute kommen. Wie viele Tage wir heute im Endeffekt wirklich durcharbeiten können. Na, was hast du hier für ein Problem? Komm, pack weiter. Ach, das waren bestimmt die ersten... Genau, die einen Artikel, die noch offen waren, die hier noch standen. Der ganze Rest. Ja, dann packen wir jetzt hier das alles aus. Und dann sollte es eigentlich... ganz gut weiterlaufen. So, da haben wir die nächste Kasse. Da haben wir die nächste Kasse. Das heißt, dann können wir hier gleich auch die Paulina wieder zuordnen zum Verkaufen bzw. zum Begrüßen. Sie war ja Begrüßerin. Und dann sollte das auch passen. So. Wir haben Artikel alle ausgepackt. Wir gucken mal. Mein Gott, ist der Laden schon wieder voll. Ja, Leute, da können wir da auch nichts dafür. Ne, ihr müsst auch mal Geduld haben. Hey, excuse me. So. Miriam ist einfach zu langsam an der Kasse. Die Leute beschweren sich. Das ist gar nichts. Ist nicht gut. Aber okay, müssen wir halt mit durch. Das wird schon. Und was wir auch noch in Zukunft jetzt machen können, wäre hier noch jemanden einstellen für Online-Werbung. Da werden wir hier mal Bürosachen kaufen. Einmal ein Pausentisch. Dann eine Kaffeemaschine. Und dann brauchen wir natürlich auch noch ein PC. So. Und dann machen wir zum ersten Mal, gehen wir mal hier am PC dran. Da waren wir natürlich noch nie drauf. Und haben noch nie wirklich... Achso, nein, Aggression wollen wir natürlich nicht. Und dann wollen wir einen Beitrag erstellen. Das dauert jetzt natürlich, wir spulen auch ein bisschen dann die Zeit vor. Das sollen alles auf Dauer, sollte das ein Mitarbeiter dann auch machen. Einleitung, Produkt loben. Sehr schön. Schreiben wir erstmal im Bauernmarkt rein. Und da können wir definitiv dann nochmal... Achso, nein, schreib mal bitte weiter. Aufgabe fortsetzen. Hey, a little thanks. Dauert jetzt wieder einen Moment, bis wir wieder aufnehmen. Thank you. Hey, can you help me? Hey. Achso, mit dem Schreiben beginnen. Sollten wir dann vielleicht auch mal lesen, was dann da steht, ne? Gut.
Aber ihr merkt, es wird immer mehr, es kommt immer mehr Leute kommen. So, dann werden wir das gleiche auch hier machen. Und da schauen wir dann auch mal. So. Zack. Für Senioren. Ist es natürlich auch immer noch eine Sache. Die brauchen natürlich auch Informationen. Und auch andere Sachen. So, zwei Kassen haben wir noch. Zwei Leute zum Einräumen haben wir noch. Der André, der ist am Begrüßen. Die Paulina ist am Begrüßen. Sehr schön. So. Und dann haben wir jetzt zwei Artikel definitiv schon drin im Online-Markt. Und das ist ja dann auch erstmal das, was wir wollen. Können wir uns eigentlich auch einen Kaffee nehmen? Nee, können wir so wirklich nicht. Schade. So, jetzt können wir hier mal gucken, wo wir hier noch Waren haben. Haben wir überhaupt noch irgendwie Waren? Ich glaube nämlich nicht. Ja, dann werden wir hier jetzt anfangen, auch unsere Waren wieder nachzubestellen. Da sind noch 4 von da, da sind keine mehr von da. Da sind wir auf 20 mittlerweile. Dann gehen wir mal auf 30. Ich habe keine Zeit für dich. So, und dann hier. Da gehen wir dann auf... nicht 250, das wäre ein bisschen viel. So, was haben wir hier? Haben wir noch welche von da? Da haben wir zwar auch noch welche von. Machen wir 15. Aber wir haben noch irgendeinen Artikel, der ist schon gar nicht mehr vorrätig. Genau, hier haben wir ihn. Da machen wir dann 20. Dann können wir hier suchen. Da haben wir 15. Machen wir 20 raus. Da machen wir 15 raus. Und hiervon ist natürlich jetzt nichts mehr da. Da, den Artikel gehen wir auf 30. So, jetzt hat hier gerade gepiept. Wer ist hier der Dieb? Da haben wir den Dieb und wir haben ihn erwischt. Und kriegt er direkt ein paar auf die Finger. Wir gucken dabei hier weiter unser Sortiment, unser Mindestbestelllager ein bisschen hochfahren, weil es ist doch einiges, was ziemlich wenig ist und was wir definitiv noch brauchen. So, es ist natürlich hier viel Arbeit jetzt gerade, aber es geht halt nicht anders. Wir müssen gucken, welche Artikel noch vorhanden sind, welche nicht. Und da würde ich jetzt auch sagen, da bleiben wir jetzt auch erstmal dran, weil nur so bekommen wir natürlich auch den Laden ordnungsgemäß am Laufen und unseren Umsatz vernünftig gesteigert. Hier haben wir, oh, hier haben wir einiges. So, machen wir mal direkt 20. Machen wir hier mal direkt 20. Hey, a little help. Machen wir mal direkt bei denen hier 20. So, und dann bei denen hier. Da ist noch genug von da. Okay. Laden hat geschlossen. Wir haben nur noch eine Kasse. Wer ist noch eine Kasse? Du bist noch eine Kasse. Dann gehe ich hier an eine Kasse. Dann helfe ich dir nochmal eben hier zum Schluss. Aber anscheinend kriegst du das ganz gut gewuppt. Okay. Dann können wir hier auch zumachen. Ja. Wir lassen euch fertig kassieren. So, 529 Teile. Echt eine Menge. Für so einen kleinen Laden 529 Teile. Respekt. Wer es selber macht. Gut, aber Samantha hätte doch noch da sein müssen. Ist sie schon früher nach Hause gegangen? Wir gucken mal hier. Wir setzen ihr mal eine Pause rein. Ah, nein.
Wir setzen ihr hier gegen 17 Uhr mal eine Pause rein. Das passt, genau. Jetzt heißt, wir haben für die ersten 3 Stunden haben wir keine Kasse. Da müssen wir dann selber an eine Kasse gehen. Wir haben 2 E-Mails bekommen. Ich brauche 1 Tag frei. Ja, komm, dann nimm ihn dir und du nimm ihn dir. Anders geht es ja nicht. Sonst haben wir da natürlich auch direkt wieder Theater. Und das muss nicht sein. Wir haben den noch freigegeben. Warum wurde das jetzt nicht übernommen? Sicher, nimm dir 1 Tag frei. Der Ahmed und die Miriam. Da hat er übernommen. Okay, also einen haben wir für die Kasse. Und was hat er für eine Aufgabe? Verkäufer. Okay, dann haben wir zwar nur 1 Verkäufer, aber so ist es halt. Da können wir leider nichts dran ändern. Wir gucken jetzt mal. Und zwar benötigen wir jemanden, der gut in Werbung ist. Ja, der schaut doch ganz gut aus. Hat 3 Sterne auch. 13, ja, der will noch ein bisschen mehr haben. Ja, dann setzen wir ihn auch ein. Und zwar würde ich sagen, setzen wir ihn erstmals ein bis 16 Uhr immer. Da setzen wir ihn mit einer Kasse. Bis 10 Uhr. Müssen wir gleich nochmal nachgucken, ob das jetzt genau richtig war. Oder ob das schon eine Stunde zu viel ist. Das ist schon eine Stunde zu viel. Pause. Und dann setzen wir ihn auf Werbung. Würde ich mal so sagen. Dann kann er nämlich am PC nämlich rumtippen und sich dann da nämlich weiterbilden. Aber ich glaube, da können wir auch Arbeitszeitende dann lieber so machen. Dann haben wir ihn auf jeden Fall gut ausgeprägt. Würde ich mal so sagen. Ja, so machen wir das. So, wie viel haben wir hier gewonnen heute? Wir haben nicht viel Geld gemacht. 572 Euro nur. Das ist aber daran zu schulden, weil wir so viel Ware mitgekauft haben. Und halt nur 148 Kunden hatten. Aber Warenkorbgröße fast 2,5 Artikel im Durchschnitt. Wir können hier noch ein bisschen Pfeffer geben. Wir könnten hier noch mal ordentlich Werbung schalten. So. Für 4 Tage natürlich. Jetzt müssen wir plus minus null. Ah ne, wir haben noch 200 und. Okay, ist natürlich super. Dann würde ich sagen, ab zum nächsten Tag. Und da haben wir... Ah, nicht ganz. Ja. Okay. Passt schon. Sollte hinkommen. Wir haben nur 2000 in beiden Läden gemacht. Warum? Ich glaube, da können wir mit dem anderen Laden sein. Da müssen wir dann gleich mal schauen. So, wir bestellen mal eben unsere Ware. Jetzt haben wir definitiv ein Minus gemacht. Was haben wir jetzt hier? Begrüßer. Wieso bist du für nichts eingetragen? B
Da müssen wir dann auf jeden Fall den nächsten Mal nachgucken. Der Melvin, okay. Da schauen wir definitiv dann nochmal nach. Na komm, pack ab. Ich weiß, kannst um 12 Uhr nochmal wiederkommen. Komm um 12 Uhr nochmal wieder, bis dahin bin ich fertig. So, offen fürs Geschäft. Ich bin gespannt. Kasse funktioniert. Zwei Mitarbeiter haben einen freien Tag, genau. So, Saskia ist auf dem Weg zur Arbeit, dann kann sie direkt gleich anfangen, die Regale einzuräumen. Die Auslagen. Und ich bin mal gespannt, wie lange wir jetzt hier wirklich im Endeffekt dranhängen, um hier die Kartons alle auszupacken. Wir haben ja nur 360. Genau, die Regale verpacken nur 360 Artikel. Aber ich sag mal so, es ist ja auch viel, was direkt verkauft wird. Ihr seht, wie lange wir brauchen hier, um eine Kartonreihe zu füllen. Das ist schon ziemlich heftig. Oh, Kasse. Na, da vergraut mir doch jemand die Kunden. Halt, so. Ja, ich komme noch schon. Wo haben wir das denn da hinten? Hey, got a second? Okay. Ja, das ist jetzt mies. Ja, das war jetzt wieder klar, dass du dann schon am Auspacken bist. Dann helfe ich hier halt einräumen. Thank you. Muss natürlich auch geschehen, ne? Das wissen wir natürlich. So. Zack und zack. So schnell wie die Regale teils leer werden, können wir gar nicht nachräumen, weil wir gar nicht so schnell auspacken können. Rein theoretisch bräuchten wir 5 Paketannahmestellen, wo die schön verteilt werden, die Menge, und dann 5 Leute, die gleichzeitig am Auspacken sind. Weil anders geht das gar nicht. So, und da haben wir einen Dieb gefunden. So. Tut mir leid, Kollege, aber ich lasse mich hier nicht von dir beklauen. Da kommt schon wieder eine Lieferung nach. Jetzt packt die Saskia aus, okay. Pack mal ein bisschen schneller aus, Mädel. Weil dann können wir nämlich hier auch schneller unsere Regale wieder einräumen. Also das Sicherheitssystem macht sich doch schon ordentlich bezahlt, wenn man es kauft. Beziehungsweise mietet. Das ist ja so. Und, das solltet ihr euch vielleicht auch in Augenschein halten, dass wenn ihr euch einen Laden macht, nehmt auf jeden Fall ein Sicherheitssystem. Die Leute bleiben dann, wenn sie was haben und im Laden nicht erwischt werden, dann piepen die. Dann bleiben die stehen, können da hingehen und bekommt euren Artikel wieder. Ist natürlich dann riesig vom Vorteil. So, machen wir mal hier Kasse weiter auf. Weil hier gerade eine Pause ist. Gucken wir mal, wer ist denn jetzt in Pause? Samantha. Hey, can you help me? Du bist in Pause. Okay, dann wenn du wiederkommst, bin ich hier weg. Dann kannst du direkt hier an der Kasse hin. Thanks. So, wir sehen, dass hier auch ordentlich wieder Betrieb ist. Und das ist natürlich auch das, was wir wollen. Hey.
So, mich wundert das jetzt natürlich nur, dass wir hier noch nicht die Regale wieder voll bekommen. Thank you. Samantha, bist du aus der Pause zurück? Dann komm bitte her. So. Thanks. Ja, ah, da kassiert's. Okay, gut. Sehr schön. Ich will nicht mit dir quatschen, ich will hier Regal einräumen. So. Da räumst du ein. Sehr schön. Hey, a little help. Thank you. So, so wie wir gerade die Klamotten hier draufgestellt haben, so wurden sie uns gerade auch schon wieder hier direkt runtergerissen. Aber wir können mal kurz gucken, kriegen wir hier noch eine Kasse hin? Das würde mich jetzt mal interessieren, aber so wie es ausschaut, nein. Das ist mies. Das ist verdammt mies. Ne, das passt auch nicht. Das passt nicht, das ist schade. Gut, dann ist es halt so. Dann können wir keine dritte Kasse eröffnen. Dann werden wir erst nochmal hingehen müssen und definitiv den Laden noch ein bisschen ausbauen. Ich denke aber mal, das werden wir dann in der nächsten Folge machen. Weil das wird heute sonst ziemlich eng. Haben wir denn jetzt soweit die Regale noch so einigermaßen alle hier voll? Oder fehlt noch irgendwo was an Ware? Hier könnte doch schon weniger werden, oder? Hey. Nee, geht noch. Da wird auch schon wieder aufgefüllt. Okay, da ist auch aufgefüllt. Thanks. Ja, nee, also das sieht eigentlich, finde ich, jetzt ganz gut aus. So, wir können mal kurz gucken, was unser Werbebetreibender hier gemacht hat. Thank you. Wir möchten ganz gerne gucken. Foren. Okay, er hat noch gar nichts gemacht. Warum nicht? Hi. Spare 2 seconds. Okay, dann machen wir da aber auch erstmal nichts. So, Kasse bitte öffnen. Und dann gehen wir jetzt hier auf die Vollen drauf. So, dann können wir hier mal ein bisschen kassieren. Also ich muss ganz ehrlich sagen, unser Umsatz gerade ist sehr zufriedenstellend. Mindestumsatz, bestellen, bestellen, okay. Und da, genau, dann können wir hier nämlich weiter kassieren. Dann kommt jetzt direkt nämlich nochmal ein Schwung Ware nach. Das ist schon mal sehr gut. Umso weniger haben wir dann natürlich auch am nächsten Tag zum Auspacken. So, Ware wurde geliefert. Sehr gut. Und einer von den beiden, ich glaube Saskia, ist... Nee, der Yannick, der ist im Lager am Auspacken. Das ist sehr, sehr, sehr gut. Hey, have a minute. So, jetzt Feierabend. Thank you. Und wir machen nochmal knapp so 1000 Euro nach Feierabend, was wir abkassieren. Das ist natürlich sehr, sehr, sehr gut. Wie viele Artikel haben wir nochmal verkauft? Nummer 74 Artikel, die gegen Mittag dann halt geliefert werden. Und wir gehen ins Büro. So, Lohnkosten 1256. Ah, es scheint so am nächsten Tag alle da. Ja, sehr gut. Das ist doch schon mal sehr gut. Wir können mal kurz gucken, ob wir hier jetzt veränderte Zahlen haben. Also wir hatten Besucher 210, Besucher, Kunden 167. Und wir hatten...
eine Erfolgsquote von 80%. Ist in Ordnung. Verkaufte Artikel 414 Stück. Warenkorbgröße ist um die 2,5 Teile pro Verkauf. Also da können wir uns nicht beklagen. Nur was ziemlich wenig war, war halt der Umsatz. Obwohl, wir dürfen jetzt auch nicht vergessen, wir sind nur ein kleiner Laden hier. Wir haben 7.738,90 Euro gemacht. Es ist schon in Ordnung. Das ist schon okay so. Aber meine Freunde, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich auch freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder einschalten würdet. Unterstützt den Kanal weiterhin, so wie ihr es schon tut. Und seid immer dabei, wenn ein neues Video von uns kommt. Bis dahin, danke und tschüss.